Povolube ist ein amerikanisches Unternehmen und hat einen Standort hier in Deutschland, in Elsteraue. Povolube ist einzigartig und weltweit führend in der Verarbeitung von Altöl oder Gebrauchtöl zur Herstellung von mineralölbasischen Produkten. Wir stellen pro Jahr etwa 140.000 Tonnen an Produkten her. Wir sind weltweit das führende Unternehmen. Unser Ziel ist es, dort in diesem Bereich auf Peer-to-Peer, auf Augenmaß mit den klassischen Raffinerien und globalen Ölanbietern, Herstellern natürlich mitzuhalten. Das tun wir. Wir haben in den letzten 10 Jahren, seitdem wir hier produzieren, kumulativ etwa 3 Millionen Tonnen CO2 eingespart. Das ist eine irrsinnig hohe Menge. Wir sind aber auch natürlich angewiesen auf den Support von Firmen, die uns natürlich zu diesem Level gebracht haben, auf dem wir uns gerade befinden. Das heißt, wir haben eine globale Wachstumsstrategie und die werden wir gemeinsam mit der Firma Bartec natürlich vollenden. Durch unsere intensiven Kundenkontakte fiel uns auf, dass die Wareneingangs- und die Warenausgangskontrolle der Tankfahrzeuge ein sehr aufwendiger, papierbehafteter und auch der letzte papierbehaftete Prozess in der Raffinerie ist. Diese Anforderungen haben wir aufgenommen und haben uns natürlich bewusst mit dem Gedanken auseinandergesetzt, aus dem papierbehafteten Büro in Richtung papierloses Büro zu gehen. Und daraus ergaben sich natürlich Applikationen, die die Betreiber der Anlagen sehr, sehr gerne entgegennehmen, wie zum Beispiel mobile Applikationen mit Smartphones, mit Videokamerasystemen und natürlich last but not least mit Tablet-PC-Systemen. Ganz interessant ist auch die Historie der Zusammenarbeit zwischen der Firma Povolube und der Firma Bartec. Wenn ich da jetzt zurückgehe auf das Jahr 2008, das fing eigentlich ganz klein an mit den Begleitheizungen, die von der Firma Bartec angeboten wurden. Und im Laufe der Kooperation haben wir natürlich festgestellt, dass das Angebot der Firma Bartec weiterging. Bartec dreht jeden Stein bei uns um und am Ende führt es genau dazu, dass wir einen Beitrag zu dem CO2-Saving über die Firma Bartec auch bekommen. Und damit ist es eine wunderbare Kooperation, die wir auch weiterhin pflegen wollen und pflegen werden. Bartec goes mobile.